Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Revenants mit mir, den Kabin. Und ja, wir befinden uns hier gerade in der Version 0210314, denn das kam ein kleines Update, was wahrscheinlich in sich hat. Denn der Spawn wurde erhöht, und zwar gegnermäßig. Und das kann jetzt so sein, dass wir hier ein, zwei Gegner endlich mal sehen. Und es wurden Karten eingefügt. Aber leider keine menümäßig, sondern eine statische. Also in jeder Stadt wird eine Karte befestigt sein, so rum. Ja, da kann man seinen Standpunkt sehen. Ich würde mal sagen, dass irgendwann mal eingefügt wird, dass man die einstecken kann, weil nämlich, wenn man daran gehen tut, ist das Symbol nämlich da. Aber man kann sie nicht einsammeln. Oder ich habe einen Bug. Eins von beiden. Ja, wir wollten letztes Mal hier lang wegen, hier soll irgendwo, wie ihr sehen, Ruinen sein. Und Ruinen sind eigentlich ziemlich gut für Eisen. Übrigens, den Spawn haben sie wahrscheinlich auch hochgesetzt. Wir werden uns jetzt mal ein bisschen näher angucken. Ich hoffe, dass das jetzt hier so flüssig laufen tut. Und dass nie so viele verstellt worden ist. Also rein theoretisch sollte Performance, wurde auch gesagt, oder besser gesagt, ich habe es so rausgefunden gestern, im Privaten eigentlich besser sein. Übrigens, wir müssen doch durch die ganze Wüste durch, ne? Ich habe Sachen gefunden, möchte ich noch nie verraten, aber wir müssen da lang. Ob wir denn zurückfinden, das ist ein anderes Ding, aber erstmal da... Ja, gut. Ist das denn nicht? Das ist kein Eingang. Das sieht bloß so komisch aus. Komisch. Ja, ich kann nicht sagen, wie weit es dauert, bis wir diese Ruinen finden. Ob wir sie überhaupt finden, das ist natürlich die nächste Frage. Ich hätte jetzt nichts dagegen. Also, ich muss sagen... Bis jetzt sieht es immer noch so leer aus wie vorher. Aber stimmt, also der Spawn, der wurde hochgesetzt. Also gestern, ich bin 2 Meter gelaufen, ich musste das Slalom laufen. Das ist schon ein bisschen schwer, wenn man überlegen tut, dass man hier überhaupt keine Waffe hat. Also bis jetzt. Und die Gegner ganz schön schwer sind. Musste doch ein bisschen vorsichtiger hier sein jetzt. Das sieht ja interessant aus. Auf jeden Fall sieht es nach einer Ruine aus. Und da ist Eisen. Da ist Eisen. Oh, das nehme ich mal mit. Oh, nee, das ist Stein. Ach, schade. Kein Eisen. Gut, ist Wüste, ne? Ja, okay, vielleicht sollten wir ganz froh sein, dass hier noch nichts ist. Ist das eine Kirsche oder was soll das sein? Ja, toll. Hab ich? Ach, Inventar ist ja auch Arsch. Das müssen wir erstmal machen. Also, ich brauch so oder so erstmal ein bisschen Platz. So, ich werde erstmal hier die Fressen aufretten. Und die T-Shirts werde ich clean machen. Und da ist es schon. Da ist der erste. Aber solange der uns, also... Ich hoffe mal, dass der uns nicht hier sieht. Das wäre ganz nett. Bitte kann ich jetzt nicht scrappen, aber die Hose müsste ich eigentlich scrappen können. So, jetzt haben wir wieder eins wie Platz. Das ist ja blöd. Gut, ich habe keine Pillen. Das ist natürlich schlecht. Wir könnten mal kurz gucken, ob das schlimm ist oder ob das bloß ein bisschen knacke ist. Bis jetzt, ein Radiator. Da ist. Aber ohne Wumm ist Kacke hier. Aber halt mal fest, hier ist wirklich was.
Gut. Hallo, Sonne, kannst du mal ein bisschen da bleiben? Weil ich bräuchte dich eigentlich jetzt. Also, wenn es jetzt dunkel wird, das ist nicht so schön. Die Nacht dauert doch so lange, Mensch. Ey, Pilze in der Wüste? Stimmt ja ein spezieller. Moment mal, Pilze bringen doch auch Wasser. Otter. Ich Idiot, ich hätte mal den Hammer zu Hause lassen sollen, wa? Es ist mir sehr unwahrscheinlich, dass ich mir jetzt hier eine Hütte hinzimmere. Noch mehr Pilze? Was ist denn hier los? Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass das alles so doofen tut. Bis jetzt ist es also lüftet. Also ich habe jetzt auch nicht so eine Mega-Rugla. Nee, wir müssen ja hier lang. Wir sind von hier gekommen. Ich habe jetzt schon mal gedacht, Orientierung. Hey. Der geilste Scheiß. Mais. Aber was ich schon mal sagen kann, dass mein Lüfter von der Grafikkarte ja schön auf Heulen tut. Das höre ich nämlich jetzt so ja mit Kopfhörer. Und ich kann mir nie erinnern, ob das vorher auch schon so war. Das weiß ich nicht. Es ist möglich. Was ist denn hier los? Was ist denn das? Bist du Holz? Ja, du bist Holz. Logischerweise. Ach, eh ein Stück. Was soll ich damit eh ein Stück? Gut, dann muss ich mir wohl jetzt noch schnell ein Feuer machen. Das sieht doch... Genau. Brennmaterial. Das könnte sein, dass wir das jetzt hier in der Wüste brauchen. Es könnte ein wenig kalt werden. Ist die Straße hin. Ich bin doch bloß geradeaus wieder zurück. Wie kann man sich denn da verlaufen? Ich glaube, ich bin falsch abgeschruft. Ich sag doch, bloß nicht vom Weg abkommen. Ich und mein Orientierungssinn. Du dai, du dai. Ich hätte wahrscheinlich da langlaufen müssen, ich Idiot. Aber ich hab mich doch bloß immer kurz gedreht. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist das, was ich meinte. Ich darf die Straße nicht verlassen. Alter, ich in der Wildnisorientierung. So ist es damals mit die 40 Jahre Wüste gewesen. Die wollten eigentlich ja nie hier durchwandern, die haben sie einfach bloß verlaufen. Verdammt nochmal, wo bin ich jetzt? Ist schon geil. So ein Orientierungssinn. Weil der Dümme ist jetzt, ich sehe noch nicht mal mehr das Gebäude. Könnte mich mal bitte jemand abholen? Eieiei, was ist denn hier los? Krater. Ich weiß nicht, ob wir ihn auf Bear Grylls machen können und da hoch. Von da oben muss eine ziemlich gute Aussicht haben. Und wenn ich was jetzt brauche, ist in der Aussicht. Ich brauche einen Kompass. Wie Kompass, Herr Kapitän? Wow. Aber echt mal, ich bin noch bloß da Richtung Haus und dann habe ich mir gedreht und dann wieder zurück. Ich bin wahrscheinlich seitlich falsch weg. Und denn deswegen ist so eine Karte so extrem wichtig. So, und jetzt, wenn es dunkel wird, ist es noch schlechter für mich hier rumzutun. Ja, ja, geh in die Wüste. Ist gut für dich, haben sie gesagt.
Ist doch nicht möglich. Du kannst dich doch ja nicht verlaufen. Das ist doch. Ich glaube, ich habe die Straße gefunden. Alter, wie falsch bin ich denn hier laufen? Pass auf, das ist keine Straße. Aber, es ist durchaus möglich. Und da ich ja noch eine kleine Funzel habe, kann ich hier ruhig langlaufen. Und denn wenn es kalt wird, muss ich mir eben halt... Moment mal, kann ich mir denn überhaupt ein Feuer machen? Habe ich denn überhaupt so viele? Natürlich nicht. Ich habe nämlich keine Steine. Und Feuer ohne Stein ist schon mal... schlecht. Oinki, oinki. So, das müsste eigentlich reichen. Und ich hoffe, dass ich mir jetzt nicht irgendwie gedreht habe, Alter, dann raste ich aus. Ich müsste jetzt eigentlich irgendwas Mac machen. Ich mach mal das hier Mac, ne? Weil blöd ist, ich kriege ja dann das wieder. Ach komm, hier Papier, das kann weg. Ich crafte mir mal gut ein Campfeuer. Feuer! Dü. Ich komme hier nie raus. Hölle. Gut, und das ist jetzt das, was ich meinte. Also im Dunkeln jetzt hier rumwatscheln, das ist für mich eigentlich no go. Und ich tue das trotzdem. Naja, halten wir fest. Irgendwann wird schon eine Straße kommen. Ob ich die finden werde? Schönen guten Tag. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. So, eigentlich habe ich mich nicht gedreht. Eigentlich. Und das Spiel hat gerade geruckelt. Eigentlich. Ich glaube, hier bin ich richtig. Ich weiß, glauben ist nie wissen. Aber ich habe jetzt gerade keine andere Möglichkeit. Ich muss glauben. Ich muss glauben, dass ich hier hochkomme. Hinter diesem Hügel ist noch mehr Wüste. Gut, ihr könnt mich einfach an die Türme richten. Türme sind eigentlich gut in diesem Spiel. Ich will jetzt auch nicht in der Wüste hier so rumstehen. Obwohl wahrscheinlich das Beste ist, was ich machen kann. Kommen Sie mit, ich weiß, wo es hier lang geht. Das sieht doch genauso aus, wie ich gekommen bin. Irgendwie. Ich will es nie zugeben, wir haben uns verlaufen. Gut, ich gehe da lang. Da funzelt es. Funzelt es Strom. Vielleicht bin ich ja über Umwege zu dieser Stadt. Was ich heute vorhin nur angekündigt habe, aber noch nicht verraten wollte. Jetzt ist das hier Funzel weg. Wo ist das hier Funzel hin? Aber ich lufte doch jetzt hier schon wieder zurück. Aber guck mal, da ist, wie gesagt, Ditte sind immer diese Türme, wo man wenigstens ein bisschen Orientierung hat. Und da das mehr ist, als was ich jetzt habe, muss ich mich wohl daran klammern. Wie ein kleiner Klammeraffe. Jetzt funkelt das da hinten. Ich glaube, das Funkeln ist hier wirklich texturmäßig Irrlichter. Oh, voll interessant in Nacht hier rumwatscheln. Ja, zur Not kann ich ja hier noch einen Cut machen. Ich staune, dass ich überhaupt noch so lange laufen kann. Ohne dass ich erfriere. Das ist wirklich ein Wunder. Hä? Wo ist denn jetzt der Turm hin? Ist weg. Ich habe den noch gerade gesehen.
war doch mein einziger Orientierungspunkt. Komm wieder zurück. Ich hab mir die nicht eingebildet. Ja, das ist ja kacke. Ja, ich würde mal sagen, ich werde hier... Alter, wo bin ich denn? Das, was da laufen tut und so grün ist, das ist ein Skorpion. Auch in der Wüste kann es gefährlich sein. Das ist aber wenigstens ein Gegner, den ich sehe. Das sehe ich nicht. Also, wir müssen vor... Pilze. Die ist aber auch nicht, was der für einen Sichtradius hat. Das wäre sau schlecht, wenn der uns attackiert. Weil dann rennt nämlich noch mehr in der Wüste rum und dann kommen wir hier überhaupt nicht mehr wieder zurück. Verdammt nochmal, wo sind wir hier? Ja, ich weiß, wir sind in der Wüste. Aber irgendwann muss da irgendein Orientierungspunkt kommen. Wo ich sage, hey, kenn ich. Was war denn das eben? Alter, was musst du denn für ein Pech haben? In der Wüste und es fängt an zu regnen. Fühlt sich denn die Flüssigkeit? Ich öffne mal meinen Mund. Rein theoretisch müsste ich da jetzt Wasser kriegen. Ach, das wäre zu schön, um wahr zu sein. Schade. Du kannst es nicht umfüllen. Wie unrealistisch. Ich deinstalliere das Spiel. Ey, ich muss von meinen Unfähigkeiten hier ablenken, ja? Ist aber schon irgendwie geil. Oh. Das ist jetzt nicht geil. Warum? Moment mal. Ich hab da was. Wie kriegt denn das jetzt da rein? Muss ich das einfach auf Repair? Oder muss ich das... So, warte mal. Ich mach mal kurz hier weg. Ich muss auch irgendwie die Batterie darin kriegen. Das muss ja möglich sein. Nee, used nicht. Muss ich das jetzt usen? Nee, muss ich nicht. Muss ich das jetzt reparieren? Nee, muss ich nicht. Verdammt nochmal. Das muss ich da irgendwie... Helm, Licht, Batterie drin. Warum nicht? Keine Ahnung. Okay, oder ich mache das so. Wahrscheinlich hat das funktioniert, nur ich war zu doof, das mitzukriegen. Hey, er speichert ab. Ja, das wird wirklich ein 40-Jahre-Marsch hier, ne? Das könnt ihr euch schon mal drauf einrichten. Aber rein theoretisch müsste man durch Zufall schon irgendwo tauchen. Und dann sterben wir. Dann machen wir den ganzen Weg normal. Dann sehe ich will er das Schild. Oh, da muss ich lang und dann zack, bums, dann renne ich da. Ha? Ja, habt ihr nicht gedacht, war ich und meine Orientierung gesehen? Ich führe euch genau dahin, wo ich hin will. Übrigens, das ist so eine Karte, ne? Das ist so eine Karte. Und da habt ihr auch das Symbol. Ihr könnt es einsammeln, aber funktioniert nicht. So, und dieser... Dieses X-Kreuz, da sind wir. Man sieht gar nichts.
habe nämlich immer noch keinen Orientierungspunkt, wo wir sind. Ich weiß, dass das braune hier Wüste ist und ich weiß, das Kreuz sind wir. Aber da hier keine Gebäude abgebildet sind, ist das Mumpitz. Weil das hätte ich jetzt euch auch sagen können, dass ich in Wüste bin. Aber schön, dass es sowas gibt. Und schön, dass man sie nicht einsammeln kann, weil wir haben ja keinen Kompass, dann könnte ich mich vom Kompass ablesen. So, ich werde diese Straße nie wieder verlassen. Das sind so, ja, das ist eine Kreuzung. An der Kreuzung kann ich mich nicht erinnern. Ist eigentlich Wumpe, wa? Hauptsache, ich komme irgendwo an. Ich bin nach Hause. Nach Hause, das Hause war schön. Nein, wir müssen ja auch Stuff finden. Oh, Stuff-mäßig, was ich immer voll in Inventar schmeißen kann. Irgendwie. Aber ich mach das mal kurz so. Ich tu das mal so. Ihr könnt ja den Mais machen und, Miau. War mein Magen. Ich werde mal so hingehen, weil dann habe ich nämlich Lebensenergie. Und, falls ich Knute oder sonst so könnte, ich weiß ja nicht, was uns hier über den Weg laufen tut. Ja. Kann ich mir ein bisschen bandagieren? So, steht da eventuell verlassene Stadt? Nee, das ist die Ruinen, Scheißendreck. Jetzt ist die Frage, in welche Richtung ich gerade laufe. Warum sind jetzt auf immer so viele Skorpione hier? Hast du doch gesagt, Update. Komm her. So ein kleines Wolfknäuel greift mich an, oder was? Du hast du wohl nicht alle. Ein epischer Fight. Du kleiner Kacker. Der hat mich gekratzt, Alter. Was für ein Penner. Und der Skorpion und macht uns den Rest. Aber ich habe erstmal Fleisch und ich habe Fett. Was für eine arme Sau. Und ich will ja nicht sagen, aber so ein Vieh hat ein Kumpel von mir platt gemacht. Ja, das war der Vieh, was mich platt gemacht hat. Aber wie gesagt, ich muss dazu sagen, ich hatte auch ziemlich wenig Energie. Ich bin schon wieder von der Straße weg. Und da ist der nächste. Alter, was ist denn hier los, wie gesagt? Und die Range, die die haben, ist schon extrem. Immer auf der 12. Und ich tue schon wieder. Ja, das kann doch nicht wahr sein. Boah, hinter uns ist ja noch einer. Jetzt sind zwei hier. Ich krieg eine Krise. Warte mal kurz. Ich muss mal kurz intervenieren. Boah, Alter. Die sind gleich zu Fuß. Und ich blute schon wieder. Und wieder kommt jetzt das nächste Vieh an. Alter, ich krieg eine Krise. Hab ich erwähnt, dass sie den Spawn erhöht haben? Ich weiß es nicht. Ich erwähne es nochmal, ne? Entschuldigung. Gut, dass das da funzelt, ist schon mal ganz gut, weil dadurch sieht natürlich das Licht. Geh nicht ins Licht. Was für ein paar Penner. Alter, und jetzt 3 Trillionen Skorpioni, oder was? Wird erst das Janusz hier sehen und jetzt irgendwie nach anderen, oder was? Also, es wird schon gefährlicher, hier durch die Gegend zu pesen, ne? Wie sagt ich das nächste Vieh? Ich kann nicht sagen. Also, ich will mir nicht mit so einem Skorpion anlegen. Ich weiß es nicht. Na, Herr Stokmann, aber... Ja, okay, er kommt ja so oder so. Ich mach dich weg. Du bist ein Krabbelvieh. Alter, was hältst du? Ich blute. Ich bin Bluter. Oh, Alter. Ich bin fast tot. Was ist das für ein Monster?
Aber das Gute ist, man sieht ihn. Alter! Stopp! Ich glaube eher ich sterbe, wa? Es ist tot. Krieg hier irgendwas? Kriege irgendwas? Ditte Chitin. Ich glaube, ich kann daraus eine krasse Rüstung bauen. Ich bin schon wieder von der Straße weg. Alter, das ist ja mordsgefährlich hier. Hier wohnen. Logisch. Aber nur an dieser Stelle. Erstmal. Bitte lass ihn bloß an der Stelle gewesen sein. So viel Stuff zum Healen habe ich nun auch nicht. Da ist ein Auto. An dem Auto ist aber nichts. Nichts. Nada. Niente. Gut, ich sag mal so, es ist jetzt nicht gerade hell in diesem Spiel, aber man sieht was. Die Karten sind aber wirklich ziemlich gut verteilt, wa? Ich sehe keinen Unterschied. Wie gesagt, da, ihr seht, dass, ich schätze mal, irgendwann kann man die abreißen. Irgendwann. Ich hoffe, dass ich hier in der richtigen Richtung laufe. Wenn nicht, dann das wäre ja fatal. La Fantalo. Gut, da. Gut, okay, man erkennt eben halt diese Funktürme, die wir da am Handet eben. Ich mich gerade mit der Maus bewegt oder ihr habt eben so einen leichten Erdbeben. Ich hoffe, ihr habt keine Sandwürmer. Alter, das wäre so krass, Alter. Du löst die lang, Alter, wirst von so Wurmi fressen. So, das ist eine Stadt. Eine Stadt wird meistens belagert. Vielleicht ist das die, das könnte eine Tankstelle sein. Dann sind wir auf dem richtigen Weg. Aber die werden auch von diesen Leuten bewacht, die so schwer atmen. Jetzt will er Tag? Bitte lass will er Tag werden. Ich mag den Tag. Der ist so schön tagig. Nee, glaub nicht, wa? Oder? Es ist durchaus möglich, dass Tag wird. Strahlung. Wisst ihr was? Ich setze hier ein Feuer hin. Und dann mache ich erstmal Feierabend. Ich bewege mich hier nicht weg, bis vielleicht hier Tageslicht ist. Das ist ja kacke hier. Ja, dann haben wir heute einen kleinen Spaziergang gemacht. Wir haben rausgefunden, dass da in dem Teil doch jetzt habe ich kein Holz, doch hier ein bisschen Krippelholz, dass wir da Mine, genau, wollte ich sagen, eine Mine da ist, aber da liegt da noch nicht drin, wegen, ich habe keine Pillen. Ich habe doch keine Pillen. Und wir haben mitgekriegt, dass diese kleinen, ja, Wüstenfüchse, fuchsig sind und sehr viel in der Vielzahl. Und dass wir jetzt langsam wirklich vorsichtig sein müssen. Weil, wie gesagt, der Spawn, der ist ja schön angehoben worden. Muss ich mal sagen. Nee, das wird doch Tag. Kenn ich die Ecke? Oh.
Wir sind verkehrt rumgelaufen. Von da sind wir gekommen. Wir müssen da lang. Alles nochmal zurück. gut, aber dann kann ich das jetzt ausmachen. Ich würde mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge Villa. Wir haben keine Zeit zu verschwenden. Wir gehen jetzt da lang. Da ist eine Stadt, das verrate ich jetzt. Und in der Stadt könnte eventuell ein Händler sein, den ich schon mal angekündigt habe. Habe ich mir rausgefunden. Was ich aber auch rausgefunden habe, der ist nicht mehr da. Also, es kann sein, dass der rumspringen tut. Aber es gibt da geilen Loot. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht erzähle ich auch bloß Mist. Gewiss. Vielleicht führe ich euch bloß in eine Finte. Aber das werden wir erst nächste Folge erfahren. Also, bis dann. Ich bin raus. Tschüss.